Ja, ja. Hey, you weren't supposed to see that. Simulant. Ja. Wollte nur nach die Maps. Ja, ja, verständlich. You really gave it your all, didn't you? All right, boys, what are we gonna do? Win! For Captain Walker. This is it, folks. In just a few minutes, the championship game. So, Seetau, und dann können wir jetzt nämlich auch perfekt überwechseln. Und dann hört er zum Schluss mal den Dutschi. Ich verabschiede mich mal und ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ja, dann schauen wir jetzt gleich mal, ob das ganz gut klappt und der PC uns wohlgesonnen ist. Denn das erste Spiel ist so ein bisschen, naja, ein bisschen tricky. Kann halt gut laufen oder halt auch ein bisschen beschissen, dass der Computer so eingestellt ist, dass er einem keine Chance lässt, aber wir versuchen das gleich mal. Ich hoffe nur, ich finde den richtigen Knopf, um selber steuern zu können. Und dann gucken wir mal. Das kann ich, nee, die Aufstellung konnte ich gar nicht alleine machen hier, die erste Halbzeit. Dann geht es einfach gleich los. Ja, nö, das ist, glaube ich, hier das erste Mal oder in der ersten Halbzeit sowieso festgelegt, aber nur wegen dem Steuern, dass es nicht auf automatisch ist. Mal gucken. Ach, der gute Biss kommt. Was für ein Lutschenwichse. Ja, ja. Was für ein Arschloch. Ich hoffe, du kriegst ein paar eine Fresse während des Spiels. Wenigstens sieht man das erstmal Doran, die, wie gesagt, eine sehr gute Verteidigerin ist. Also sollte man zu Anfang das Spiel verfolgen und die ist irgendwann frei, weil sie den Vertrag nicht verlängern, sollte man die nehmen. Die ist nicht schlecht. So. Gucken wir mal. Das kann leider erst, wenn ich irgendwann hoffentlich den Ball kriege, wechseln. So. Das wird wieder scheiße. Ja, der Graf. Ja, das ist natürlich, das sieht schon wieder ziemlich scheiße aus, weil das so aussieht, als wenn sie auch nur hin und her passen. Bots dreht auch noch seine Kreise. Das sieht ziemlich beschissen aus. Dass ich also eine Minute ist vergangen. Ich möchte gerne den Ball haben, um meine Leute auch irgendwie ein bisschen aufzupowern. Das wird hoffentlich. Ja, das sieht nicht gut aus. Das sieht auch nicht wirklich gut aus. Nee, das kann ich erst, wenn ich den Ball habe. So, jetzt aber das. Alter, 2 und 2, das muss gehen. Hervorragend. So. Da oben. Sehr schön. Pass. Machen wir nämlich auf Letty. Dann machen wir nämlich auch gleich den nächsten Pass. Das Graf-Vorstoß. Ach, scheiße. Das ist natürlich nicht so schön. Der wird wahrscheinlich nicht ankommen. Oh doch. Sehr schön. So, jetzt haben wir es nämlich. Mit Glück. Genau, nicht vorstoßen. Machen wir gleich ein Jack-Spezial. Nein! Ah, verdammt. Ich habe vergessen. Ah, den muss ich in der zweiten Halbzeit erst ausrüsten. Ah, seufzt. Mein Fehler. Ah, dat du Loser. Hättest du auch mal den Ball wegnehmen können. Ah, ja, mein Fehler. Ich habe vergessen, dass man die Ability erst ausrüsten muss. Und dafür muss er, glaube ich, auch noch ein höheres Level haben. Ah, na gut.
Ja, schauen wir mal. Wichtig, ja, wichtig ist jetzt einfach quasi keine reinkriegen gerade. Und dann sollte das eigentlich hinhauen. So, dann haben wir hier Bots, das ist schon mal schön. Das ist auch gut, dann machen wir nämlich einen Pass auf das. Na, das ist nicht gut. Machen wir das mal so. Einfach nur, damit er Punkte kriegt. Das wird sowieso nichts, aber... Oh! Na gut, aber wird auch nichts. Ja, ist egal. Ah. Zumindest pro Torschuss, glaube ich, oder versuchten Torschuss, gibt es einen Punkt. Ja. Und wenn er halt ein Tor erzielen würde, gibt es nochmal 3 extra Punkte. So, gegen die Dreiermauer hat er, ja, wird wahrscheinlich auch nichts. Nee, natürlich nicht. Ja, eine Minute müssen wir noch durchhalten, ohne einen zu kassieren. Ich hoffe, das wird was. Das ist nicht gut. Na jetzt, Yesh, auf jeden Fall. Das könnte was werden. Oh, verdammt. Na gut, der kommt nicht an. Ja, solange er jetzt nicht aufs Tor schießt, das sieht echt scheiße gerade aus. Wenn er jetzt schießt... Oh, Gott sei Dank. Hätte er jetzt geschossen, wäre das, glaube ich, reingegangen. Oder wäre der reingegangen. Ja. Die Klößchen damals. So, das sollte eigentlich klar gehen mit dem Torschuss. Ja, Zeit ist sowieso abgelaufen. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass Titus ein Level gekriegt hat, damit wir den Jack Spezial ausrüsten können. Und dann sollte das eigentlich abgegessen sein. Jawohl, gut. Okay. Dann können wir nämlich jetzt gleich die Ability ausrüsten. Und wenn wir nochmal an den Ball kommen, in den ersten 3 Minuten, dann war es das. Ohne Gegentor. Das Pflaster in meiner Nase. Ja. Get the ball, just shoot like crazy. Goers are going down. Ja, dann wollen wir das mal machen, ne? Zack. Den Jack Spezial. Ne. So. Können wir nochmal gucken, wegen Decken. Können wir uns nochmal was abgucken bei dem Grafen. Das ist in Ordnung, dann machen wir das so. So, jetzt müssen wir nur Glück haben, dass wir an den Ball kommen. Titus den Ball zuspielen. Wenn er halbwegs vorne ist. Ja. Oh, Titus. Oh, Mann. So, wie gesagt. Ja, wenn Bots nicht da seine Kreise drehen würde und schon mal draufstürmen würde. Ah, so ein Pech aber auch. Sehr schön. So, jetzt wollen wir nur hoffen, dass nicht 3 auf einmal kommen. Ich hoffe, ich kann vor denen weg. Ah, verdammt. Nee, doch nicht. Sehr schön. Nur 2. Dann machen wir jetzt einen Jack Spezial. Dann sollte der reingehen und dann haben wir eigentlich schon das Schäfchen im Trocknen. Also 16:8 muss reingehen. So, haben wir den schon mal reingedeppert und jetzt hoffentlich kein Gegentor kriegen und dann sollte das eigentlich klar gehen. Wir dürfen jetzt nur noch kein Gegentor kassieren. Oh ja, Torschuss. Naja gut, auf die Entfernung
weiß, Keeper ist nicht der schnellste. Ja, das ist. Man weiß es immer nicht, ne? Beim Keeper. Ja, ja. Nee, einmal Pass auf das. Vielleicht reicht das sogar noch, dass er von der Zeit her nochmal einen reindeppern kann. Jawoll! Dann. Das sieht eigentlich gut aus. Also das muss eigentlich durchgehen. Ja, siehst du, da freut sich sogar der gute Jack. Kenn ich so auch gar nicht, dass er sich da so so freut. Also 2-0 habe ich, also 1-0 habe ich schon mal geschafft, aber 2-0. Ja, jetzt wollen die aber den Wacker haben. Wacker, Wacker. Ja. Ja, jetzt kann Wacker auch übernehmen. Jetzt sind wir schon quasi auf der Siegersträhne. Ja. Bringt dir aber gut bei, ne? Jetzt auswechseln. Mhm. Das Spiel macht es echt genau wie 12 ziemlich fair mit dem ganzen Kram. Ja, das, wie gesagt, das ist auch super gemacht mit dem. Dass du da auch diese Varianten hast, dass du zumindest auch auf manuell schalten kannst und das nicht alles automatisch läuft und du da die volle Kontrolle hast. Ja, auf jeden Fall. Also, das hat hier quasi den Sieg besiegelt. Ja. Und die einzigen, auf die ich immer baue, ja schon quasi Bots in der Abwehr, die brauchten da nichts machen. Ja. Ja. So, dann kommt Wacker jetzt nochmal rein. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob man den jetzt nochmal spielt oder es einfach so, also als Szene weiterläuft. Hast du noch eine Chance, quasi, falls du jetzt nicht führst? I wonder what's happening. The crowd is going wild. Ah, it's Wacker. He's back on the field and ready to go. The Aurochs seem glad to have him back. Ja, wenn man jetzt hier nochmal die Kontrolle übernimmt, kann ich ja nochmal versuchen, den Wacker einen reinzuhauen. Mit Keeper. Ja, ist Keeper. Ja, doch. Kann man sogar noch 2 Minuten oder Spiel. Minuten, 2 Minuten spielen. Das Gute ist, man ist ein bisschen mehr beruhigt, dass man jetzt, selbst wenn man einen kassiert, ja, nicht gleich am Arsch ist. Definitiv. Oh, das gibt's doch nicht, Wacker. Was ist denn für eine Lusche, Mann? Naja, die Disco-Welt muss nicht länger ertragen. Ja. Und diese himmlische Musik. Und kriegt gleich ein Gegentor. Ja, ja, das nützt aber leider nichts. Ich glaube, wir kriegen gleich noch ein Tor rein. Bei dieser epischen Musik, die schon nach Sieg riecht. Aber, naja, dann ist das halt so. Ja. Das Gute ist, ich habe ja jetzt den Ball. Eigentlich kann jetzt nichts mehr groß schief gehen. Genau. Passen ein bisschen hin und her und dann hat sich das. Geben wir hier Jasch nochmal den Ball. Zack. Genau. Genau. So immer im Wechsel. Dann haben wir da noch ein paar Punkte für die Kollegen rausgeholt. Wenn sie nämlich passen, kriegen sie auch nochmal einen Punkt. Und wenn der ankommt, glaube ich nochmal einen extra Punkt. So, jetzt weiß ich nur nicht, dass ich auch nicht gleich. Machen wir mal zu dat. Dass mir den auch noch keiner wegschnappt. Dass das hier zu Komplikationen führt. Ja, das sieht gut aus. Kannst du da drauf schießen? Mmh. Ja, nochmal Dürre belegen. Zack. Oh. Der müsste, glaube ich, sogar noch ankommen mit 4 Punkten. Jawohl. Dann können wir nochmal mit Letty passen. Auf
Tide. Nee, Wacker. Und dann haben wir's. Sehr schön. Ein gutes 2:1. Das eine Tor ärgert mich ein bisschen, aber ist egal. Hauptsache gewonnen. Ich lädt die noch ein Level. Alles gut. Ja. So, oh, Angriffssphäroiden, siehst du? Das ist natürlich nicht schlecht. Da kannst du ein Feld auf dem Sphärobrett auf einen Angriff Level 4 machen. Ja. Das war nicht gelungen. Unbelievable! The Aurochs win, folks! This is one for the record book! Und so werden die B-Side Aurochs zu den Kickers. Ja. Zu den Kickers des FF-Universums. Ja, und dann war's das. Das war's dann. Machen wir nochmal hier das Stadion. Du kannst ja sonst nochmal, ist jetzt glaube ich Cutscene, ne? Ja. Und dann nochmal irgendwie 2-3 Kämpfe und dann könntest du das nächste Mal speichern. Weiß ich nicht, ob du das noch durchlaufen lassen willst. So, speichern wir jetzt und nächstes Mal, wenn ich reinstarte, kommt die Cutscene. Okay, also ja. Perfekt. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich und falls der Shepard nächstes Mal vorhat, nach dem weiteren Geschehen irgendwann nochmal Blitzball zu spielen, bin ich dabei. Würde ich hoffen. Ja. Haut rein. Jo. Hoffentlich hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ciao. Ciao. Willkommen zurück. Ja, willkommen zurück. Weiter geht's. Ich spiele nochmal bis zu der Stelle, das erwähne ich jetzt vorweg, an der wir Blitzball spielen können. Denn ich werde Blitzball spielen, wo ihr nicht bei sein werdet. Ich werde das ein bisschen aufstufen, weil im Urlaub werden natürlich der Lutschkopf und ich Blitzball-Liga gewinnen, um wichtige Dinge freizuschalten. Aber ist jetzt auch egal, jetzt machen wir erstmal hier kurz die Gegner fertig. Ich glaube, ein kleines Stück müssen wir bis dahin spielen, eine Stunde vielleicht. Und das passt mir genau. Ich hoffe, die Session hat euch gestern gefallen. Ich glaube, wir haben das eigentlich ziemlich gut gemacht alles. Und ich habe gerade den Trailer zum neuen Street Fighter Spiel gesehen. Wow, das war merkwürdig. Also es hat sich auf eine Final Fight Weise, auf eine Final Fightige Weise genau, also hat sich das echt richtig angefühlt und irgendwie auf eine andere Weise total komisch. Also überhaupt, ich habe keine Ahnung, überhaupt nicht schlecht, aber so ein bisschen wie die Idee, das so wie Final Fight früher zu machen, ne, dass das erst ein Street Fighter Spiel werden sollte, dann war es aber zu weit ab. Und dann haben sie es doch nochmal zu einer eigenen Serie, halb eigenen Serie gemacht. So hat sich der Trailer angefühlt. Du hast auch nicht viele Street Fighter Charaktere gesehen. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich so läuft. Also Ken war nicht mal im Trailer drin. Das hat sich schon richtig merkwürdig angefühlt, weil für mich Ryu und Ken so das Aushängeschild von Street Fighter sind, sozusagen. Dafür müssen sie nicht mal meine Lieblingscharaktere sein. Also man hat Ryu gesehen. Man hat den zuletzt rausgekommenen Charakter von Street Fighter 5 gesehen. Da vielleicht kann ich mir denken, dass Ryu, weil er jetzt auch einen Vollbart hat und älter aussieht, dass die jetzt langsam ausgemustert werden sollen. Die Produzenten sind ja immer jüngere Leute. Ja, da mustert man schon mal aus. Oder was heißt die Produzenten? Nicht nur die, Mitarbeiter, alles, ne? Und versucht es ein bisschen diverser auch, ne? Ist ja klar, was auch sonst. Ich meine, der Typ, der hat ja die Friese.
Wobei, dass die einen Mann hat, ist ja schon fast ungewöhnlich. Und ja, und Chandi hat man jetzt komplett die Titten abgeschnitten, ist klar. Warum sollte das auch anders sein? Naja. Aber ansonsten hat er sich, wie gesagt, auf so eine Final Fight-artige Weise ziemlich gut angefühlt. War geil. Also fand ich, hatte was. So, Wacker muss hier weiter attackieren. Mann, ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, dass das so lang ist. Ich muss mich sogar schon aufladen. Einmal kann ich, glaube ich, noch. Dann sind die auch tot, genau. Zwei von denen. So, dann laden wir uns mal. Dann laden wir mal. Ja, ah, oh, scheiße, ich hätte Hass machen können, ich Idiot. Egal. Dann gibt es jetzt erstmal Potion für Wacker. Schöne Animation, wie das Schwert seitwärts hält. Oh Gott, und wenn ich gleich fertig bin hier und dann Blitzball gespielt habe, dann muss ich noch die Szenen finden, die gefehlt haben. Kraftspheroid. Tja, what's happening ist schnell zu den anderen und zu dem Herrn. Oh, der hat. Oh, jetzt gibt es ein etwas stärkere Gegner-Tutorial. Oh, riecht nicht gut der Atem. Alter, ich hätte gedacht, Auron hat dickere Arme. Ah, jetzt hat er wieder dickere Arme. Ja, und Auron ist der Brecher, den wir kriegen. Für unseren Trupp. Okay. Der ist aber eigentlich. Was haben wir denn hier? Haben wir noch irgendwelche Tags? Ich kann doch nicht mal switchen. Wir könnten Zeitheap machen, können wir auch lassen. Oder wir können es auch machen auf eine andere Weise. Erstmal können wir anfeuern. So, mit Wacker können wir gar nichts machen. Mit dem müssen wir erstmal ein Item benutzen. Ja, mit dem könnten wir blind machen noch, ne? Das wird er wohl noch überleben, wenn er. Oh, wenn er jetzt gleich einen Treffer abkriegt. Kriegt er aber nicht. Gut. Dann heißt das nämlich, ich. Boah, Glück gehabt. So, jetzt kommt der Auron. Der macht erstmal einen Kraftbrecher hier. Oh, der ist aber reichlich oft dran, der Kollege hier, der Vogel da. So, gehen wir gleich noch Hast auf Wacker. Und dann lassen wir den Mutter weiterbolzen hier. Die nächste Runde gibt es dann auch deine Aufladung, Wacker. Schade, jedes Mal, wenn ich sowas spiele hier, dann finde ich es schade, dass Final Fantasy nicht mehr so ist, wie es war. Also, dass diese Round-Based RPGs out sind. Wobei ich noch nicht mal glaube, dass die wirklich out sind. Ich glaube einfach, das hat irgendwer gesagt, dass die out sind. Ich denke nicht, dass die Leute selber gesagt haben, das wäre out. Oder nicht mehr zeitgemäß oder so ein Scheiß. So, jetzt kriegst du deine Potion. Lange genug durchgehalten, Marker. Gut gemacht. Der hat gar keinen Blind mehr. Dann müssen wir vielleicht noch mal
Item nehmen. Und ihr merkt auch jetzt schon zu dem Zeitpunkt, langsam bringt die Potion auch wirklich nicht mehr was. 200 ist gerade noch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und den haben wir platt. Jawohl. Aquarius Klinge. Alter, ich krieg immer mehr Schwerter hier. Ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, dass das so viele Waffen gibt bei Final Fantasy. Gleich am Anfang. Hey, give me a break. Oh, jetzt kommt hier Mr. Wise Oberguru. So ein richtiger Behindi, Alter. Schon die Frisur. Wer zur Hölle nimmt sich in so viele Stunden Zeit, sich da so ein komisches Sichelgebilde in die Haare zu gehen. Da muss ich denen auch von Final Fantasy ein Kompliment machen. Die schaffen es auf eine perfekte Weise, Bösewichte zu schaffen, die man hasst. Also so richtige Mongos jedes Mal. Das meine ich jetzt ehrlich. In dem Moment, wo du einen Film guckst, ein Spiel spielst, eine Geschichte liest, ja, oder bleiben wir mal lieber bei verbildlichen, im Film guckst oder ein Spiel spielst, wo du wirklich denkst, ne, was für ein Affensohn, haben die es richtig gemacht. Denn so soll er ein Bösewicht sein. Der ist ja ein Bösewicht, weil er böse ist. Also weil er ein Arschloch sein soll, ein Anti-Charakter wollte ich gerade sagen. Weil er der Antagonist ist, ne? Nicht der Protagonist. Und in dem Moment machen die genau was richtig. Das verstehen viele Leute, glaube ich, nicht. Gott, oh Gott. Das viele. Oh, halt nicht den überspeichern, das ist mein privater. Dann nehmen wir doch einfach. Portklicker Fremdenzimmer. Klicker Hein. Luca vor dem Angriff. Nehmen wir den, ne? Weil dann haben wir. Nach dem Spiel. Das wäre ja jetzt. So, dann nehmen wir auch den. Wieder auf Reisen. You're really leaving, Captain? Shouldn't you heal up first? Yuna needs me with her now. I can't be lying around in some bed. Yeah, but... Come on, look sharp! The Blitz season just started. Don't make those faces, yeah? Well, see ya, boys. You be good. I can't hear you. Captain! Genau. Unsere Dudes hier. Are you sure? Im Gegensatz zu gestern, mein Husten löst sich für euch vielleicht nervig, für mich sehr gut. Sorry for making you wait, Yuna. I have some promises to keep, yeah? Ja. From now on, I'm your full-time guardian. Then welcome back, Sir Walker. Good to have you with us. Hey. It's good to be back, yeah? Ja. Ist das eigentlich... So, any news on what happened? Not really. We don't know where the fiends came from. Maester Micah is safe and sound, thanks to Maester Seymour. That's about it. Maester Seymour's Aeon, it was so powerful. Mhm. Deswegen verkloppen wir ihn trotzdem. Hey, you! Don't just stand there! All of this is your fault! Getting swallowed by sin, ending up here in Spira, not being able to go back to Zanark, and everything, everything! I'm telling you, it's all your fault.
Who are you anyway? You knew my old man, didn't you? Yeah. And you also knew Yuna's father? That's correct. Hey man, there's no way. That's just impossible. Nothing impossible about it. Jekt, Raska, and I. Together we defeated Sin 10 years ago. Then I went to Zanarkand, where I watched over you. So that one day I could bring you to Spira. Why did it have to be me? Jekt asked me to. Is he alive? It depends on what you mean by alive. Ist er am Leben? Lebt mein Alter. He is no longer human. But then I felt something object there in that shell. Couldn't you? Ich erkläre euch was gleich. You must have felt him when you came in contact with Sin. It can't be. It is. Sin is Jekt. No, that's ridiculous! No way! I don't believe you! But it is the truth. You'll see for yourself. Come with me. If I say no? Every story must have an ending. I don't care about your stories! I see. Sorry you feel that way. Fine then. Come or don't come, it's your decision. What am I supposed to say? You tell me it's my decision! But I don't have a choice, do I? You're the only one who can tell me what's going on anyways! I have to go with you! I have to! Irritating, I know. Or are you afraid? Gott, Alter, wo Schein das gestern erwähnt hat, jetzt fällt mir gerade auf, wie unglaublich schlecht das übersetzt ist. That's up to Jekt. I'm going to offer my services to Yuna. Come. Eben wurde das übersetzt als "Is he alive?" und die haben gesagt, lebt mein Alter, nur um das eine Beispiel zu nennen. Hierzulande, oder ich weiß nicht, ob das im Rest von Europa auch so ist oder überall, man sagt, jo, mein Alter hat im Lager gearbeitet. Man sagt, man kann alter Herr sagen, das ist sehr alt oder ja, sehr alt, aber so, so alter sagen, das ist eigentlich fast unhöflich gegenüber seinem eigenen Vater. Ja, sagt man hier, macht man hier natürlich so hype-mäßig. Ja, naja, gut. Es gibt Schlimmeres, aber definitiv schlecht übersetzt. Also von erlebt zu lebt mein Alter, das ist schon ein bisschen, ja. Und ihr habt die anderen Sätze ja eben auch gesehen. Jetzt weiß ich aber nicht, warum das so, also kann ich mir gar nicht reinziehen, warum das so ist. Willst du mitkommen? Willst du mitkommen? Willst du mitkommen? Vielleicht muss ich erst ja, hier das Ende machen von der Stadt. Das ist nämlich mein Ziel auch. Und dann werde ich mich umgucken. Oh! Shami! Level 1.
dann kann ich mich doch schon umgucken. Dann werden wir es jetzt auch machen. Saris. Level 1. Ah gut, okay, aber dann muss ich jetzt... Dann werden wir hier gleich zurückgehen. Ganz einfache Kiste. Ja, wir wollen ja dann vielleicht das ein bisschen vorführen. Also, gehen wir kurz raus aus der Stadt, dann gehen wir wieder rein. Ab jetzt wird das Spiel für mich dann... Naja gut, eigentlich ab Luca, Kilika, ja. Wird das Spiel dann... Oh Gott, ja. Es ärgert mich ein bisschen, dass wir nicht einfach jetzt schon auf dem Weg wen mitnehmen können. Um Gottes Willen. Na gut, okay, ist egal. Sir Oren knows him apparently. You were right. He did meet someone he knew. Do you think he'll find a way back to Xanarkand? In any case, I'll miss having him around. He's still in town, isn't he? I think I'll go see him. Oh. Whoa. Sir Oren. Yuna. Sir. I wish to become your guardian. Do you accept? You're serious? You refuse? No, no. We accept, right, everyone? Of course. No problem at all. But why? I promised Braska. You promised my father? Thank you, Sir Oren. You're welcome to join us. And he comes too. Hi, guys. Howdy. This one I promised Jekt. Is Sir Jekt alive? Can't say. Haven't seen him in 10 years. I see. You'll meet eventually. Yes, I'm looking forward to it. What's our itinerary? Where are we headed? Hey, come with me. Ja, mache ich. Jetzt kommt die schlimmste Szene im ganzen Spiel. Ich hasse es. Ich überlege gerade, meine Kopfhörer wegzulegen. Pretty good. You sound sad. Nicht das hier. Yeah, maybe. Want to scream? I really don't think that's gonna help this time. You know what? It's embarrassing to say this myself, but summoners and their guardians are kind of like Spira's ray of light. Hello. A lot of people in Spira depend on us. I learned to practice smiling when I'm feeling sad, you know. I know it's hard. Yeah. I understand. I think. Right. Now let's see what you can do. Huh? Come on. This is weird. Next, try laughing out loud. What? Come on.
Come on, show me. Shouldn't laugh anymore. Journey to be full of laughter. Okay. If we should get separated, just whistle. I'll come running. I promise. Well, let's go. What are you looking at? We were just worried you guys might have gone crazy. Sorry. Well then, all right. Now, we will go to the temple at Jose. And guardians, don't forget to smile. So. Ich hatte gar nicht mehr im Kopf, dass die Gesichter manchmal so ausgeblurrt sind. Ab jetzt können wir, glaube ich, Blitzball spielen. Ich muss mal schauen. Ja, genau. Können wir. Das heißt, wir brechen jetzt das hier kurz ab. Ich beende jetzt gleich das Video mit dem Spiel. Wir werden nur... Weil jetzt geht es im Spiel auch weiter. Wie gesagt, ab jetzt fängt das an, was ich so richtig an dem Spiel liebe. Ich liebe diesen Pilgerpfad. Oh, es wird ja gut, dass ich es gemacht habe. Ja, ich liebe den Pilgerpfad. Und da freue ich mich schon richtig drauf, wenn wir den machen. Den machen wir natürlich, wenn ich laut reden kann. Und habe ich eben schon erwähnt, dass ich mich darauf freue. Und deswegen, ich sammle jetzt nur noch kurz den Typen ein, den wir eben gesehen haben. Und dann fange ich an, Blitzball zu spielen. Ein Spiel mache ich mit euch. Und dann spiele ich allein noch ein paar Spiele. Was ich noch erklären kann. Genau, hier hatten wir Shami. Wir werden mal gucken, wen wir hier alles finden in der Stadt. Ich werde dann einfach mal einstellen. Ohne groß zu denken. Normalerweise machst du natürlich, weißt natürlich als Blitzball-Profi, wo deine Leute sitzen. Frei, ja. Vertrag abschließen. Wie viele Spiele der nimmt. Ablöse. Ja, komm hier. Keine Ahnung, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich habe. 9 Spiele. Wird schon passen. Achso, apropos, jetzt könnte ich gucken, wie viel Geld ich habe. Ja, das passt doch. Siehst du, können wir theoretisch sogar noch einholen. Lernprogramm. Sphäre.